3, 2, 1. Das sind für mich ein Appetizer. Also, wir fangen an. Lilly Leth ist mein Name und ich habe euch was vorbereitet, weil ich selber mich ein bisschen entlanghangeln muss, damit ich alles schaffe. Ich möchte euch sagen, was hinter dem Namen Lillys Art versteckt ist. Und zwar habe ich mir da etwas einfallen lassen. Ich fange an mit dem Buchstaben L. Der steht nämlich für Leidenschaft. Ich habe eine Leidenschaft für Kunst, habe I wie Ideen, ganz viele Ideen. Das nächste L ist Liebe zu Farben, nein, Lust an Farben, denn die Liebe kommt jetzt. Liebe zu Menschen mit besonderen, also zu besonderen Menschen. Das ist erstmal so, was mich ausmacht und ich habe Kunst nicht studiert und habe einfach aus diesen vier Dingen dann meinen Beruf gemacht. Das Y, was erwartet ihr? Wofür steht das Y? Das Y, ich zeige es euch. Ich bin gern anders als erwartet. Und dafür steht das Y, einfach nur anders sein. Das ist jetzt mein Name, meine Person. Ich habe ja nicht so viel Zeit, deswegen mache ich weiter mit meiner Arbeit, die viel interessanter ist. Das S steht für einen Bereich, der ist so ein Zwischenbereich meiner Arbeit, das Social Lily. Das ist ein sozialer Bereich, in dem ich Zeit und Engagement spende. Ich spende an Gemeinden, an Kindergärten, an Behindertenwerkstätten, spende ich Ideen und wie gesagt Zeit, arbeite mit denen zusammen und nehme kein Honorar, weil ich, das hängt mit dieser Liebe zu besonderen Menschen zusammen, weil ich gerne Kunst zu Leuten bringen möchte, die vielleicht sonst keine Berührungspunkte mit Kunst haben. Das ist der Bereich Social Lily. Dann kommt der Bereich A wie Auftragsmalerei. Das ist ein Bereich, der ist kein großer Bereich in meiner Arbeit, aber der Bereich, wo ich ganz viel Leidenschaft für habe. Das bedeutet nämlich nicht, dass ich einen Kandinsky nachmale oder irgendwelchen Stillleben, sondern es bedeutet, dass ich Bilder mache, die unauswechselbar sind. Wo es nicht geht, dass man das Bild für jemand anderen an einen anderen Ort, in ein anderes Zimmer hängt, sondern diese Auftragsmalerei hat mit sehr viel Vorgespräch und Beschäftigung mit der Person zu tun. Das Schönste, was ich mal malen durfte, war ein Heiratsantrag. Und das war, konnten wir mit Fotos ein bisschen arbeiten und der Mann hat nach und nach das Bild entpuppt. Wir haben Stationen der Beziehung gemalt und am Ende war eine Plexiglaskugel, wo der Ring drin hängt. Sowas, das ist meine Leidenschaft. Das R steht fürs Reden und das mache ich am allerliebsten. 4 Minuten und 2. Also, unterbrich mich nicht. Reden für Seminare und Workshops. Seminare, Farbseminare, Einrichten mit Farben, Workshops, Malworkshops. Bei mir geht es nie darum, ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Und wie ihr seht, ich bin auch nicht perfekt. Aber ich stecke einfach voller Ideen. Und das gebe ich gerne weiter. Und das sind auch die Malworkshops. Bei Bösner, das ist ein Großhandel für Kunst, Künstlerbedarf. Ich habe noch einen Buchstaben. Also, bei Bösner gebe ich Malworkshops und da ist hauptsächlich die Idee. Ich kann nicht so viel sagen. Ich habe am Stand noch viele Ideen und im Kopf auch. Sprecht mich an. Das T, das ist jetzt der Bereich, oh super, 3 Minuten. T, 1000 andere Dinge. So, und darum, Moment, habe ich was vorbereitet? So, die 1000 andere Dinge sind Kindergeburtstage oder auch Erwachsenengeburtstage, das ist egal. Mal-Events, ein Mal-Event ist zum Beispiel, bei Airbus hatte ich ein Mal-Event am Weltfrauentag. Dass ich mit den Frauen zusammen, haben wir ein riesengroßes Bild für die Cafeteria nachher erstellt. Da ging es um Beruf und Familie, wie man es vereinen kann und nachher hatte Airbus sogar noch was davon. Das ist so Mal-Events oder an Hochzeiten ein Gästebuch auf Leinwand zu erstellen und das zu begleiten. Kunst-AGs mache ich an der Schule, an Schulen. Im Moment an der Julius-Brecht-Allee. Die Kunst-AGs bringen mir mein Brot sozusagen und das ist das Kontinuierliche, was ich habe und der Bereich, der mir so ein bisschen on top, also der gut bezahlt ist, ist die Kooperation mit IKEA. Da sind wir, das was Freddy ansprach,
Ich bin Kooperationspartner von IKEA in Bremen und das bedeutet, dass ich, dass die mich für Kinder, im Moment sind es Kindermal-Events, buchen und ich gucke, was für einen Zusatznutzen deren kleinpreisige Sortimentsartikel hergeben. Das bedeutet, dass wir dann, das bedeutet, dass ich etwas aus deren Sortiment nehme. Ich habe Beispiele mit dort. Wir das mit den Kindern umgestalten, währenddem die Eltern schön shoppen gehen können. Und man weiß das, wenn man selber Kinder hat, wenn sie nicht dabei sind, kauft man mehr. Also gibt es eine Win-Win-Win-Situation. Ich habe was davon, IKEA, die Kinder und die Eltern. Das ist meine Kooperation. Auch die Seminare einrichten mit Farbe zum Beispiel finden bei IKEA statt. Ich bin bei IKEA in Hamburg und Hannover, tue da so ein bisschen rum. Und habe jetzt eigentlich schon alles gesagt. Das gibt's doch gar nicht. Wollen wir noch einen Kaffee trinken? So. Also ich kann ja vielleicht sagen, dass ich seit September, ich wusste, dir fällt was ein. Seit September 2007 wirklich selbstständig damit bin, dass ich da einfach mein Hobby zum Beruf gemacht habe und dass es sich einfach gut ergeben hat, dass es keine brotlose Kunst ist. Und dass ich auch wirklich für alles und jeden Ideen habe, also wer nachher eine braucht, ich bin dort. Aber ich glaube, jetzt kannst du eine Minute noch haben. Genau, wir können ja 30 Sekunden lang applaudieren für die Idee.